Hallo, willkommen bei Klaus Grillt, Feines Grillen Barbecue. Ihr wolltet Obst gehört zu den Früchten und hier haben wir Früchte, Meeresfrüchte, von daher wird die Aufgabe erfüllt. Und wie wir die grillen, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Ja, als Zutaten habe ich hier so 750 Gramm, die klassischen kriegt man in jedem Supermarkt, Easy Peel Garnelen. Dann machen wir 2 Esslöffel Grilled Nemo Gewürz. Eine Limette, 3 Knoblauchzehen, ein etwas größerer als mein Daumenstück Ingwer, eine grüne Peperoni, eine rote Peperoni, ein Schnapsglas voll Sesamöl, ein Schnapsglas voll Ahornsirup, dann hier ein Küchenmoped, so ein Zitronen-Limettenauspresser. Hier drüben haben wir so ein Ziploc-Beutel, eine Gusspfanne und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und Brett. Das Coole an den Easy Peel Garnelen ist, die nimmst du einfach hier und ziehst sie hinten ab, siehst du, die total easy. Und guck mal, den kleinen Schwanzbürzel, den lasse ich immer dran. Oh, und dann sind die so perfekt. Ich zeige jetzt nochmal, also die haben hinten immer schon einen Schnitt drin, weil die schon entdarmt sind. Und dann kannst du das an einer Seite aufklappen, ziehst du das hier ringsrum. Also es ist nicht so ein Kopfstand wie beim ja, Helgoländer Krabbenpool, sondern recht einfach zu machen. Und da ist definitiv überall der Darm auch raus, ja? Da hängt von aus, aber... Ehrlich, das ist so eine neumodische Erscheinung mit den Darmen, das raus, ich mache. Das hat früher keinen interessiert. Irgendwann hat die Sterneküche damit angefangen, immer jedes Mal den Darm rauszupulen. Das kannst du machen oder nicht. Normalerweise fressen die Dinger bloß Algen, das ist alles ja nichts. Also nimm sie und sei damit glücklich. Und das macht tatsächlich Sinn, die Dinger vorher zu pulen, dann lass sie nicht besser essen. Sonst hast du nämlich immer ein Problem, dass diese Chitinpanzer hier, dass die sich an diesem Eiweiß vom Fleisch, dass sie festbrennen und die kleben richtig fest. Also du reißt dann die halbe Garnele auseinander und hast dann nachher wenig Spaß. Und Pool musst du dann sowieso noch, dann hast du noch die ganze Marinade an Fingern und ja, schmeißt die Hälfte weg. Also von daher, Pool die Dinger wirklich vorher, tust du dir selber und deinen Gästen großen Gefallen mit. Und dann das Ende geht dann zum Schluss, wenn das ist, ganz einfach ab, ja? Boah, meistens. Hat jetzt so doch 3-4 Minuten gedauert, also ist ein bisschen, naja, muss schon ein bisschen Popeln dran, aber kriegt man hin. Dann haben wir hier unseren Ingwer und den schneide ich in feine Streifen, weil ich den nicht in der Marinade haben will. Weil er nämlich so holzig Stücken... am Flügel, die was sagt, am Fisch hinterlässt. Und deshalb nehme ich lieber den in die ganzen Stücken und dann kann ich den nachher raussammeln. Das ist irgendwie die Variante, die am besten funktioniert. Den schmeißen wir schon mal in unseren Beutel rein. Gibt es eine Alternative, wenn ich jetzt nicht weiter Ziploc-Beutel habe? Ja, du kannst das auch in der Schüssel machen, aber das macht sich in so einem Ziploc-Beutel immer irgendwie besser. Ja, die Garnelen können wir schon mal hinterher tun. Dann kommt nämlich kein Fliege mehr ran. So, dann kümmern wir uns um unsere Marinade. Dann nehmen wir unseren Knoblauch, den schneiden wir noch ein kleines Stück kleiner. Zack, dann kommt der hier hin. Peperoni schneide ich immer auf. Und Spitze ab. Und dann mit dem Messerrücken einfach so die Kerne so ein bisschen rausmachen. Die wir nicht unbedingt drin haben. Da müssen wir jetzt nicht genau sehen, aber wie gesagt, wenn alle Kerne drin sind, da sitzt meistens die Schärfe dran. Dann wird jetzt so ein bisschen blöd. Da kratzt sich hier so ein bisschen ab. Und das machst du mit der Grünen ganz genauso. Dazu pressen wir jetzt noch den Saft der Limette dazu. Die gibt der Sache eine schöne Frische. Dazu den Ahornsirup. Ja, ja. Das sieht aus wie ein Cognac. Wie ein Cognac, ist wirklich ein Ahornsirup. Und ungefähr nochmal dieselbe Menge von dem Sesamöl. Wird sehr lecker. Und dann schließen wir hier den Deckel bei unserem Küchenmoped und lassen den mal eine Runde im Kreis fahren. Und guck, schon haben wir unsere wunderschöne Marinade. Dann nehmen wir jetzt noch so einen großen Esslöffel von unserem Findet Nemo Fischgewürz damit dazu. Und dann unsere Marinade oben drauf. Dann drücke ich mir das immer so, dass der Großteil der Luft hier oben draußen ist. Da muss man jetzt keine Wissenschaft draus machen. Zack. Und dann kann man das hier praktisch direkt im Beutel so vorsichtig durcharbeiten. Und dann mariniert sich das alles schön quasi von alleine. Wie lange machst du das jetzt? Na, immer ganz kurz, 30 Sekunden und dann ja, stellen wir den mal für eine halbe Stunde im Kühlschrank. Und schon sind wir bei unserer Hardware-Minute. Bei der Hardware-Minute wird es heute rosa. Ich habe es nämlich schon in der Hand gehabt. Wir haben oft gefragt, worum es sich das hier handelt. Und das ist jetzt keine Tupper-Party, aber das Ding ist von Tupperware oder Tupperware. Keine Ahnung, wie man das Zeug ausspricht. Tatsächlich? Ja. Das ist pink. Ja. Hat er gesagt rosa? Mhm. So, also für mich ist rosa und pink dasselbe. Merkt schon, wir haben ja ein Kommunikationsthema. Darum soll es aber nicht gehen. Und zwar habe ich so ein Ding, da ist so ein dreifaches Messer drin. Und ich finde das, gerade wenn man mal eine schnelle Salsa macht oder wenn man mal eine schnelle Soße macht, eine schnelle Marinade ansetzt, ohne große Geräte einsauen zu wollen, ist so ein Gerät echt Gold wert.
Gold wert, das gute Thema, kostet glaube ich auch knappe 50 Euro, also ist wirklich Gold wert. Muss man sich überlegen, ich verlinke euch hier unten drunter, aber beim Grillen für so schnelle Sachen keine schlechte Sache, allerdings auch keine Ersatz für eine große Küchenmaschine. Trotzdem, haben wir es besser als brauchen. Den haben wir auch immer im Urlaub dabei, oder? Das ist ja, das ist eines meiner dunklen Geheimnisse. Also, ja, wenn ich in Urlaub, also auf alle Fälle, wenn ich irgendwo eine Küche in der Nähe habe, immer das Ding bei habe. Weil, sicher, Messer habe ich auch immer bei einem Brettbuch, aber das Ding ist wirklich so ein Klassiker. So, Ende mit der Hardware-Minute. Das riecht hier mega. Vielleicht kann die Kamera das mal einfangen, wie das da drin aussieht. Hm? Ja, wie das riecht, kann sie nicht einfangen. Naja, wie es aussieht. Stark, oder? Ja, und die kommen jetzt in der Pfanne. Ich nehme die jetzt von Hand raus, weil sonst haben wir nämlich die ganze Mumpe da unten mit drin. Und da ist die löste Eiweiß drin. Da liegt dann so hässliche weiße Brösel. Und jetzt einfach immer mal so portionsweise in die heiße Pfanne geben. Die heizt natürlich ordentlich vorher heiz. Nach einem Minütchen dreht man immer rum. Du siehst ja die Pfanne gleich Farbe. Kann ich genauso ein bisschen aussehen. Wird man Garnelen komplett durch oder kriegt man sie nur an? Ist tatsächlich die Geschmackssache. Also ich persönlich mag die in jeder Art und Weise. Also wenn sie bloß angegrillt und innen glasig sind, ein anderer sagt, die müssen immer durch sein. Also das kannst du machen, wie du willst. Also wenn sie jetzt 3 Minuten hier in der Pfanne lässt, dann sind sie noch, haben sie noch einen Hauch Glasigkeit. Wenn sie 5 Minuten drin lässt, dann sind sie komplett durch. Wenn jemand Garnelen und so Zeug nicht gut kennt und man damit noch nicht viel mit anfangen kann, würde ich sie erstmal durchgaren. Da muss man sich ein bisschen rantasten für sich selbst. Ne? Ist dann die Konsistenz ein bisschen anders? Ja. Sie ist tatsächlich glasig, wenn man sie so halb lässt, dann hat es so einen kleinen, rohen Knackkern da drin noch. Oder na, Ruhe ist es eigentlich nicht. Aber halt so ein bisschen Textur noch. Und wenn sie durch sind, dann sind sie eigentlich schon ein bisschen vom bisher wie so ein bisschen Hühnchen. Und so schnell ist die erste Portion fertig. Gleich auf den Teller tun und dann können wir kosten, bevor ich hier den Rest zu Ende bringe. Warum hast du jetzt nicht alle mit immer in der Pfanne? Weil hätte die Pfanne größer sein müssen. Also für den Berg ist immer unten. Ja, die sollten schon flach drauf liegen. Und gucken wir jetzt ehrlich, sehen die nicht aus wie gemalt? Sind sie nicht? Die sehen tatsächlich so aus. Schöne Nummer, aber aussehen ist eh's. Vielleicht schmecken sie ja grauenhaft. Deshalb werde ich die jetzt kosten. Aber so wie sie riechen. Traut sich ja keiner. Sauber rausgegangen. Sehr schön. Schlimm. Könnte man jetzt noch einen Dip dazu essen? Mhm. Kleiner Aioli schadet nie. Knoblauch zu Knoblauch ist immer gut. Und wir haben eine schöne Schärfe dran, ohne dass es eine Mutprobe wird. Mhm. Der Ingwer kommt auch durch. Leichte Süße dran, die Säure ohnehin, die Frische von der Limette. Mhm. Genau, stellt man sich so leichte Seafood vor. Nicht totgeschlagen. Mega, und ich kann euch nur sagen, wenn ihr irgendwo mal bei euch im Supermarkt oder beim Fisch- oder Feinkosthändler irgendwo auf dieser Welt sowas findet, dann ditcht entweder die Kamera direkt ein, fast wäre ich im Bildschirm gefallen, oder macht das einfach nach. Von daher, wichtig ist, einen Daumen nach oben da zu lassen, wohl mal einen Kommentar oder ein Abo. Von daher, bis zum nächsten Mal. Was will, wenn ich dann mal raus tue, was tut. Das Eiweiß bekommt ihr gerade nicht. Doch, Schiene.